Heute zeigen wir dir drei super machbare, praktische, aber auch attraktive Lifts für einen Hochzeitstanz oder eine andere Art von Performance-Tanz. Starten wir gleich mit dem ersten, und das ist wirklich ein wahrer Klassiker. Der sieht dann so aus. Wuppa, hopp. Und dann kann man sich auch noch drehen. Und tada! So, dafür müssen wir zuerst einmal hochkommen. Am besten kommen wir an die Seite, die Dame in dem Fall oder der Partner kommt an die Seite. Der andere Partner umgreift den Follower herum. Und hier geht es darum, dass wir in diese Position kommen, und zwar mit dem Sprung. Das heißt, wir gehen beide in die Hocke und der Follower gibt auch seine Beine hoch. Das heißt, das Wichtigste ist, dass wir beide runter und beide hochgehen, und diesen Schwung nehmen wir dafür, dass auch die Beine noch hochgehen. Wichtig dabei ist, dass du ein Sprungbein definierst. Einfach probieren, welches für dich besser ist, entweder das rechte oder das linke. Das heißt, wir gehen ins Knie und dann eins, zwei, kommen die Beine nach oben. Man kann eben zuerst das linke oder das rechte Bein, wie auch immer, es passt, einfach probieren. Ich zeige es nochmal mit dem anderen vor und... Und du hast es vielleicht gesehen, wie die Conny so einmal noch die Beine überschlägt in dem Schwung. Das wirkt dann noch etwas dynamischer. Wenn wir das mit dem Überschlagen und abwechselnden Beinen tanzen wollen, dann ist es wichtig, dass du auf dem rechten Bein stehst, wenn du auf der rechten Seite bist. Mit dem rechten Bein ins Knie gehst, dann zuerst das linke und dann das rechte durchschwingst. Jetzt ist es wichtig, dass wir hier aufrecht bleiben, entweder zueinander gehen, entweder uns anschauen oder auch nach außen gehen, je nachdem, wie man das möchte. Wichtig beim Runtergehen ist wieder das Gleiche, dass wir vor allem langsam runtergehen. Das heißt, der Partner hat die Aufgabe, dich nicht gleich runterplumpsen zu lassen, sondern sachte abzustellen. Und in dem Fall ist es wieder gut, wenn du nicht auf beiden Füßen gleichzeitig landest, sondern zuerst auf dem einen, dann auf dem anderen. Jetzt kommen wir zum nächsten klassischen Lift, und das schaut dann so aus, und dann kann man es auch drehen in eine oder in andere Richtung und hinunter. Wichtig bei all den Lifts im Allgemeinen ist, dass der Leader mit seinen Beinen hebt, anstatt mit seinem Rücken. Unsere Beine sind sehr viel stabiler und stärker. Das heißt, wenn wir in die Hocke gehen, schauen wir, dass der Oberkörper gerade ist. Und hier gehen wir gerade runter und fassen Ihre Oberschenkel, fassen sie sehr quasi eng und gehen hinauf. Und für den Follower ist ganz wichtig, dass wir Bauchnabel anspannen, Popo anspannen, Beine anschauen, nicht irgendwie so hängen, das ist ein bisschen sonst schwierig. Genau, damit macht man sich auch leichter. In dem Fall ist es vom Vorteil. Wenn man oben im Lift ist, dann kann man sich natürlich anschauen, man kann sich umarmen. Oder man kann auch die Arme nach oben geben, wie es dann auch vom Ausdruck her erwünscht ist. Wenn dir diese Tipps helfen, damit du deinen perfekten Moment umsetzen kannst in deiner Tanzperformance, dann hinterlass uns natürlich ein Like. Wir freuen uns immer auch über einen Kommentar. Jetzt kommen wir zum dritten klassischen Lift, und der sieht dann so aus. Dann drehen wir herum und dann wieder hinunter. Dabei ist es wichtig, eine gute Position zu finden, dass die Hände gut aufeinander aufliegen. Ideal ist es, wenn die Leader die Hände oder in dem Fall Finger verschränken und dadurch eine gute Stütze bieten. Follower, da gibt es wieder mehrere Varianten. Hände übereinander in so einem Winkel wie die Conny oder je nachdem, wie groß die Hände sind. Und so weiter und so fort, wie groß der Leader ist, da gibt es mehrere Optionen. Wichtig ist, dass der Leader von unten hier die Hände verschränkt und der Follower darin genau eine Stütze findet. Jetzt je nach der Größe muss der Leader ein wenig vielleicht ins Knie gehen oder je nachdem, wie gesagt, gar nicht. Und jetzt geht es darum, dass man hier, wenn man hochgeht, ich zeige das jetzt einmal so, wichtig ist, dass wir uns bei allen Lifts
lang machen, sprich, dass wir uns vom Boden wegdrücken und dadurch unsere Wirbelsäule lang wird. Oft ist es so beim Lift, dass genau das Gegenteil passiert, dass wir uns so stauchen. A, schaut es nicht gut aus. B, natürlich ist es ungesund und verletzungsbedingt auch nicht so das Beste. Das heißt, wirklich lang machen mit den Beinen vom Boden, den Körper lang, und dann haben wir beide mehr Freude dabei. Wir Follower drücken uns auch weg, das heißt, unsere Schulterblätter gehen nach hinten unten und wir drücken uns weg. Das ist so, wie wenn wir uns irgendwo aufstützen würden und zum Beispiel am Schwimmbeckenrand, um rauszukommen, stützen wir uns weg. Und dann können wir die Beine ein bisschen in eine Art Grätsche geben, weil das natürlich dann schöner aussieht. Genau. Dabei natürlich Zehenspitzen strecken. Wirkt es super gut, wenn man auch dabei dreht. Und während der Drehung kann der Follower dann, je nach dem Schwindelgrad, wenn jemand mit mehr schwindelt als den anderen, kann man auch noch den Kopf zur Seite geben. Da gibt es dann natürlich mehrere Optionen. Zwei Möglichkeiten, wie man in jeden von diesen drei Lifts hineinkommen kann. Zum Beispiel klassisch wäre es mit einem Einrollen. Und jetzt, je nach der Position, in der wir uns befinden sollen, zum Beispiel bei dem dritten Lift, sie bleibt mit dem Rücken zu mir und dann gehen wir gleich in die Position. Im Fall des Lifts, wo wir an die Oberschenkel gehen, jetzt rollen wir sie rein, gehen gleich runter und heben. Beziehungsweise beim ersten Lift, wir gehen hier hopp und dann kann man das gleich fließend machen. Das waren nur ein paar Tipps für eben so eine Art Performance-Tanz bzw. Hochzeitstanz. Wir haben einen ganzen Hochzeitsguide in unserer Social Dancing Academy, wo es sehr viel mehr Tipps, Figuren, Vorschläge, Musiktipps und Choreografien gibt, wie du deinen Hochzeitstanz bzw. Performance-Tanz aufbauen kannst und selbst kreieren kannst. SocialDancingAcademy.com.